Has he sent me an email? When did he send me an email? Fucking burst fire submachine guns. Dude, do I not have any pistol barrels? Just... Okay. That doesn't really need a receiver. But I will take the... yeah. That's a good loadout, right? What did I pick up? Okay, we've got to go to the meeting room. First things first, we want to change our colours because we've had our colours for a while. So let's... And let's default them. Go very dark blue. White. And very dark blue. And for patterns. Yes. To the meeting room. Where the fuck's the meeting room? That kid swore he's gonna kill me and avenge. But I fixed him. I gave him, like, I took his brain cancer away. Fucked if I can remember. Pathfinder, Sie haben offene Videoanrufe. Let's take a call with, Axel. Joel, ich bin jetzt im Meetingraum. Perfektes Timing, Ryder. Dann spiele ich die Nachricht mal ab. Joel Amadarav, Sie waren schon immer ein kurzsichtiger Narr. Sie helfen einer Fremden, anstatt Ihrem eigenen Volk. Sie sind es nicht wert, den Namen Ihrer Familie zu tragen. Tut mir leid. Es war nicht meine Absicht, meine Feinde auch zu Ihren zu machen. Das ist nicht das erste Mal, dass er so etwas zu mir sagt. Während unserer Studienzeit ließ die Moschei uns zusammenarbeiten. Wir sind nie gut miteinander ausgekommen. Er ist einfach nur neidisch. Und worauf? Auf Sie, weil Sie besser sind als er. Ich sehe auf jeden Fall besser aus. Axul will, dass wir etwas Unüberlegtes tun. Aber diese Genugtuung werden wir ihm nicht geben. Fuck, it's on hold again. Jesus Christ. Okay, so we've got something on the Nexus, which we really need to do. So let's make that our, oh God. That needs to be... Did I get skill points? I've got 6 skill points. Weird. So I've got 75,
73. let's just up our barrier a bit. I don't know what max level is on this. Jarl's got 10 points, dude. He can't. I don't think you can purchase rank 3s. Yeah. Fucking throwing points at me. Let's go look for a scrambler in Spender's room. Wait, did I change my gear? I can't remember if I changed my gear. I did, so I should... Yeah, get rid of that. Anomalie geortet. Sonde gestartet. Ist das ein Satellit? Hat er uns in diesem Sektor angepingt? Er sendet einen Anfrage-Antwort-Code der Initiative. Da kennt jemand unsere Technologie in- und auswendig. Führen wir einen Scan durch. Whoa. Was zum Teufel war das? Eine Schutzmaßnahme gegen Rückverfolgung? Das Antriebssystem wurde überlastet. Allerdings nicht schnell genug. Ich habe eine Sequenz registriert, die einen Alarm ausgelöst hat. Pathfinder, wir sollen uns so schnell wie möglich bei Direktor Addison melden. Was ist los? Looks like we might be going back to the Nexus anyway. Well, we were going back to the Nexus, then we were going to deal with Kadara. Well, that was a lot of drama. Nobody else cares? Something just exploded right next to us, brothers. Ryder, erzählen Sie mir von dem Satelliten, den Sie entdeckt haben. Was? Wovon reden Sie da, Direktor? Mein Alarm hat einen ZK-Ressourcentracker identifiziert. Diese Tech steckt voller Overrides, um im Notfall die Protokolle umgehen zu können. Sie wurde von Dr. Zoe Jean Kennedy entwickelt, die gemeinsam mit den Exilanten verschwand. Wenn ihre Tech jetzt wieder aufgetaucht ist, könnte sie jemand als Hintertür benutzen, um unsere Außenposten zu bestehlen. Wieso können diese Tracker die Protokolle umgehen? Sie sollten als Hubs fungieren, um schnell Ressourcen aufspüren und anfordern zu können, falls irgendwo Leben auf dem Spiel stehen. Deshalb kamen sie auch nie zum Einsatz. Ten wollte nicht, dass irgendetwas ohne seinen Segen geschieht. Wenn dieser Satellit neu ist, wie konnte er dann unsere aktuellen Sicherheitsprotokolle kennen? Das ist eine ausgesprochen gute Frage. Welche Funktion hatte Dr. Kennedy in der Initiative? Sie hat die Orbitalsender, die Aufklärungsposten und die halbe Ausstattung der Tempest entwickelt. Sie war in der Lage, ein Upgrade durchzuführen, noch bevor die Anforderung überhaupt auf Tens Schreibtisch lag. Dass Dr. Kennedy gemeinsam mit den Exilanten verschwand, war für uns ein gewaltiger Verlust. Ist es nicht etwas übertrieben, einen persönlichen Alarm einzurichten? Wieso haben Sie das getan? Viele von Dr. Kennedys Projekten waren inoffiziell. Aber Sie haben sie gefördert, wie beispielsweise diese Tracker. Ja, aber ich will nicht, dass irgendein Arschloch meine Zugangscodes als Hintertür zu unseren Ressourcen nutzt. Oder dass mir Ten die Schuld dafür gibt. Außerdem will ich wissen, was mit Dr. Kennedy geschehen ist. Sie ist also gemeinsam mit den Exilanten verschwunden? Und trotzdem bezeichnen Sie sie nicht als eine von ihnen? Sie hat mit ihnen sympathisiert. Aber wir hätten eine Expertin wie sie niemals gehen lassen. Dafür war sie viel zu wichtig. Aber in diesem ganzen Chaos sind viele Dinge und Leute verschwunden. Wo könnten wir anfangen, nach der Technologie oder Dr. Kennedy zu suchen? Der erste Tracker hat Ihnen bereits einige Daten geliefert. Durch weitere Scans könnte Suvi möglicherweise eine Ursprungsposition ermitteln.
Und wie es aussieht, werden diese Tracker in der Nähe von technologischen Ballungspunkten der Initiative eingesetzt, sprich von Außenposten. Versuchen Sie es also in einem anderen Außenpostensystem oder errichten Sie weitere. Vielleicht können Sie sie ja so rauslocken, wer auch immer Sie sind. Und was machen wir, wenn wir sie finden? Diese Leute stehlen unsere Ressourcen. Mein Interesse gilt Dr. Kennedy und ihrer Technologie. Das Leben der Verantwortlichen steht für mich an letzter Stelle. Null System. What the hell's null? That's cool as shit, though. Can we give the Mass Effect Andromeda team a fucking shout out for having all of that like that? Bit shit when you go into first person mode like this, but where the hell is Null? Ah, Vold. Why didn't you just say find one over Vold? Then I'd have known to look for Vold. And we know we're not going to get it because we've got two more worlds to put outposts on, plus Kadara. Wir wurden gerade von einem weiteren dieser ZK-Tracker angepingt. Versuchen wir nah genug ranzukommen, um ein paar Daten zu erhalten. Wird gemacht. Go slowly, Callow. Not that slowly. Mann, diese Selbstzerstörungsmechanismen sind aber auch empfindlich. Einen Moment. Ich versuche, ein Vorhersagemodell auf dieses Fragment anzuwenden. Na bitte, ein gemeinsamer Vektor. Er könnte uns zu einer Ursprungsposition führen. Gute Arbeit. Machen wir uns auf den Weg. Nailish. The fuck is Nailish? I don't know the systems. It took me ages to learn the systems in the original Mass Effect. Also, they released some really cool artwork for N7 Day. That's kind of why I'm playing. I want this game done before the end of the year. Because we all know there's another Mass Effect coming. We know the Dragon Age 4 is a big announcement coming up on that. Ich empfange etwas. Sonde unterwegs. Erhalte Scan-Daten. Sonde gestartet. Ich habe etwas gefunden. Ich scanne nach der Strahlungssignatur. There was like nearly an hour of this fucking first person space flying stuff in the last session. It's really like Oh. Pathfinder. Auf exakt diesen Navpunkt haben die Daten der ZK-Tracker hingedeutet. Richtig, Edisons Auftrag. Mal sehen, ob uns das hier bei der Suche nach ihrer verschwundenen Wissenschaftlerin weiterhilft. Verdammt, das Shuttle ist nur ein Relais. Aber ich glaube, wir können uns in ihren Feed einklinken. Moment! Das Signal kommt durch. Wir sind bereit für die Koordinatenübertragung und... Wer zur Hölle? Wir wurden entdeckt. Kapp die Verbindung! Hört das denn nie auf? Ich bin der Pathfinder! Der Pathfinder? Es ist also doch noch einer aufgetaucht? Halt die Klappe, Harlan. Ist dort Dr. Kennedy? Sind Sie okay? Direktor Edison macht sich Sorgen um Sie und Ihre Tech. Halten Sie sie im Gespräch, Ryder. Signalverfolgung läuft. Ich will nur, dass die Diebstähle aufhören. Die Bewohner dieser Außenposten versuchen, sich ein neues Leben aufzubauen. Ja, ja, das neue Leben in den Außenposten. Zeig es ihnen, Harlan. Haben die etwa gerade Dr. Kennedys Patientenakte weitergeleitet? Ryder! Sie ist schwanger. Die Frau ist schwanger!
Die Frau weiß selbst, in welchem Zustand sie ist. Chemische Blocker waren im Kryoschlaf Standard. Wir sollten sie eigentlich erst aufheben, wenn sich die Lage hier stabilisiert hat. Und wann sollte das sein? Alles ist schiefgelaufen und die Nexus hatte keinen Plan. Sie gehören zu Allison? Tja, sie hat sich auf Tans Seite geschlagen. Sie meinte, solange die Lage nicht stabil ist, könnten wir keine weiteren Mäuler stopfen. Aber das hier ist was anderes, als abzuwarten, bis man sich ein Haus leisten kann. Hier geht es um unser Überleben. Also bin ich gegangen. Mit genügend Medikamenten, um Harle und mich von den Blockern runterzukriegen. In welchem Monat sind Sie? Dr. Kennedy, in welchem Monat? Im 8. Plus minus ein paar Tage. Oh, fucking hell. Wir gehen nicht wieder zurück und Sie kriegen auch meine Technologie nicht. Wir kommen gut ohne Sie klar. Sagen Sie Addison... Ach, scheiß drauf. Sagen Sie ihr gar nichts. Schalt ab. Sie haben den Kern geflasht. Ich konnte das Signal nicht zurückverfolgen. Addison wird hiervon wissen wollen. Und ich habe ein paar Fragen an Sie. Okay. Seems like a very stupid thing to do. We don't even have infrastructure yet. Yeah, let's have a baby. Oh, I swear to God, half the people in this game are fucking idiots. I hope I don't have to rescue this pregnant chick later. I'd like her to be self-sufficient. Ich habe eine Spur zu Dr. Kennedy und ihren Trackern gefunden. Sie lebt noch? Ja, und sie ist im 8. Monat schwanger. Verfluchte Scheiße. Sie wurde nicht von Exilanten entführt. Sie ist gegangen, weil die Nexus keinen Plan hatte. Sie sagte, sie hätten nicht gewollt, dass jemand schwanger wird. Natürlich nicht. Wir hatten keine Welten und wussten, dass wir viele von uns verlieren würden. Ich wollte nicht auch noch Babys sterben sehen. Von all den dummen, unverantwortlichen, egoistischen... Sie war schon immer so. Sogar schon auf der Erde. Sie hat mir diese ganze Sache überhaupt erst eingeredet. Und jetzt? Jetzt müssen wir ihr den Arsch retten. Sie sagten, Dr. Kennedy hätte Ihnen diese ganze Sache eingeredet. Was meinen Sie damit? Sie ist eine alte Studienfreundin. Wir hatten uns nach längerer Zeit mal wieder getroffen und sie erzählte mir von einem Projekt, auf das sie sich... The blur on the window effect is blurring her face. Ja. Oh, Mass Effect. Hätte ich nicht vor einem Jahr Nein zu ihr sagen müssen, wäre sie jetzt auch noch hier. Dr. Kennedy scheint Teil einer Gruppe zu sein. Diebstähle hin oder her. Sie ist jedenfalls nicht auf sich allein gestellt. Und wie lange wird das so bleiben? Sie ist die klügste Person, die ich kenne, handelt aber trotzdem viel zu oft, ohne richtig nachzudenken. Ryder, wir haben 2 Reden für das erste Kind in Andromeda vorbereitet. Und glauben Sie mir, Sie wollen diejenige mit dem guten Ende hören. Wann sollten die Verhütungsmittel aufgehoben werden, die allen vor dem Kryoschlaf verabreicht wurden? Schwer zu sagen. Je nach Situation. Sie müssen gewusst haben, dass diese Antwort die Leute frustrieren würde. Natürlich, aber es war die einzige, die wir ihnen geben konnten. Die Alternative wären noch mehr hungrige Mäuler und noch mehr Tote gewesen. Wir wissen, wie wir sie aufspüren können, indem wir noch mehr ihrer ZK-Tracker finden. Ich hoffe, Sie können sie rauslocken, indem Sie weitere Außenposten errichten. Vorausgesetzt, sie hat die Protokolle nicht geändert. Sie ist im 8. Monat. Da hat sie vermutlich andere Dinge im Kopf. Was für ein verfluchtes Chaos. Sie müssen sie finden, Pathfinder. Das erste menschliche Kind in Andromeda darf nicht einfach verschwinden. Right. That's all of that done. Now we're gonna go and search for the scrambler in Matey Boy's room. Jesus fucking Christ. When I'm here, I want to just push a button. And when I push the button, it takes me back to the Nexus. Thank you.
when I select that, that means I don't want to zoom in and see it dock. That means I want to dock. Oi. Just the little things. But, oh, dude, are we not even getting a cutscene? That's bad. Oh, no. There we go. Back and forth and to and fro and fucked if I care. Fucked if I care. Ich heiße unsere Asari-Pilgerinnen auf der Nexus willkommen. Ihre Reise war lang, aber wir sind froh, dass die Arche Lucinia endlich eingetroffen ist. Nun bitten wir Sie um Geduld, während wir allen ein Zuhause suchen. Und wer auch immer Zweifel hatte, hat jetzt den Beweis. Die Asari leben. Ebenso wie unser Traum. Ah, und da ist die Heldin, die es möglich gemacht hat. Pathfinder Ryder. Möchten Sie uns etwas sagen? Ich stimme Direktor Tan zu. Unser Traum lebt. Und gemeinsam können wir ihn wahrmachen. Genau dasselbe hätte ich auch gesagt. Und das habe ich ja auch. Wir alle schulden Ryder unseren Dank. Und jetzt genießen Sie bitte die Annehmlichkeiten, die die Nexus zu bieten hat. Entschuldigung. Sie haben uns gerettet? Ja. Ich schulde Ihnen alles. Ohne Sie wäre ich jetzt tot. Wie wir alle. Nun haben wir eine Zukunft. Bleiben Sie einfach wachsam. Wir können diese Wildnis zähmen, aber sie wird sich wehren. Genau wie wir Asari. You wait till it meets the fucking Krogan, son. Assuming they show up. So I didn't know that was going to happen, obviously, otherwise I would have come back, so... I just sell my crap quickly. Fusion mod of biotic mastery. Oh, yeah. Yeah, the fusion mod stuff isn't great. I'll buy that. And I'll buy that. I don't see why not. Hail Hydra. Mein Team und ich haben Eos gründlich erforscht und sogar die Stürme beendet. Alles Weitere liegt jetzt beim Außenposten, aber die alten Gefahren existieren nicht mehr. Right. So... Am I in the right apartment? It's the next one over. Because this was Gian Garson's apartment, wasn't it? So it's this one. Sam, ist jemand in der Nähe? Negativ, Pathfinder. In der Umgebung halten sich keinerlei Personen auf. Gut. Gehen wir es an. It's a Spender's apartment, right? What was Spender doing living next to Gian Garson? Es gibt in ihrer Nähe einen blinden Fleck, Pathfinder. Was meinst du damit?
Vereinfacht gesagt, ich kann einen Teil des Raumes nicht sehen. He had it in for cash, but we knew that. So. Cash, ich bin mir nicht sicher, inwieweit wir hier etwas tun können. Wir haben die Systeme vorerst stabilisiert. Aber wir werden die Energie bald umleiten müssen. Ansonsten könnten wir einige Stase-Kapseln verlieren. Der wird durch Interferenzen blockiert. Das Daten- Sie werden bei der Durchsuchung dieses Quartiers auf einfachere Mittel zurückgreifen müssen. Ja, ich denke, es ist das Risiko wert. Tu es. Ich habe jetzt Zugriff auf die Audiologs. Spiel das erste Log ab. Tan versteht sich inzwischen ein bisschen zu gut mit Vetras Ersatz. Ich sollte etwas dagegen unternehmen. Spiel das zweite ab. Ich muss Addison daran erinnern, dass sämtliche Kroganer abgehauen sind. Es ist gut, wenn sie unzufrieden ist. Lass mich mal das dritte hören. Ich muss mich von diesem Kerl fernhalten, der die erste Kolonie leitet. Wenn er auf die Idee kommt, ich würde Addison hintergehen, könnte er zu einem echten Problem werden. Danke, Sam. Meeting-Notizen für Direktor Tan. Die Technikabteilung hat erneut Ressourcen angefordert, die wir nicht haben. Es geht insbesondere um Reparaturen an nicht-essentiellen Systemen. Ich zweifle inzwischen an Cashs Fähigkeit, die richtigen Prioritäten zu setzen. So machen Sie Karriere und der Weg zu einer schnellen Beförderung. Bauteile für ein Atemgerät, Energiezellen, Trockennahrung? Ich habe die Beschriftungen gescannt. Viele dieser Kisten wurden als gestohlen gemeldet. Was haben wir denn hier? I don't know. Whatever it is, I should clearly be able to see it. Sie sollten vielleicht unter oder hinter den Möbeln nachsehen, Pathfinder. It's funny because I saw it in the other room that was next to it. Was haben wir denn hier? Oh, fucked if I know, game. I don't know what we have here. I don't know what we have here. Der Scanner wird durch Interferenzen blockiert. Sie werden bei der Durchsuchung dieses Quartiers auf einfachere Mittel zurückgreifen. Yeah, but I need a prompt to do something. I'm assuming it's behind this giant TV, right? Was haben wir? Was ist das? Ich kann es nicht scannen, Pathfinder. Es blockiert mich, ähnlich wie ein Scrambler. Das klingt nach einer Aufgabe für einen Kommunikationsexperten. Moment, ist das das, wofür ich es halte? Den Inventarlisten zufolge ist dieses Schiffsmodell vor 6 Monaten aus den Beständen verschwunden. Hm. Werden Sie die Box zurücklegen, Pathfinder? Nein. Wer es findet, darf behalten.